Moin Moin zu einer weiteren Folge von Wir Garten jetzt. Heute geht es um unser Lieblingsgemüse, den Rosenkohl. Und unsere Erfahrungen werden wir jetzt mit euch teilen. Also bleibt dran und bis gleich. Wer denkt, im Winter ist auf dem Balkon nichts los, der hat falsch gedacht. Denn es gibt so einige Gemüsesorten, die man anbauen kann. Je nach Platzgröße und Beschaffenheit des Balkons ist da schon einiges möglich. Zwischen Grünkohl, Blumenkohl und andere Kohlsorten, Rüben, kann man natürlich auch den Rosenkohl anbauen. Und das ist unser Top-Favorit für den Winter auf dem Balkon, wenn man nicht so viel Platz hat. Der Rosenkohl kann zwischen April und Mai ausgesät werden und kann dann zwischen November und März geerntet werden. Dabei ist zu unterscheiden, dass es zwei verschiedene Rosenkohlsorten gibt. Es gibt eine frühe und eine späte Sorte. Die frühe Sorte kann dann bis zu Dezember geerntet werden. Die bekommt dann frühere Früchte und die spätere Sorte dann erst nach dem Frost. Obwohl viele der Meinung sind, dass trotzdem beide Sorten einmal Frost bekommen sollten, da sie dann am besten schmecken. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, da das erste Mal ist, dass wir Rosenkohl haben und also selber angebaut. Vorher hatten wir schon ganz viel Rosenkohl gegessen. Und ja, von daher kann ich davon nichts sagen mit dem Zuckergehalt oder mit dem Frost. Das werden wir aber noch selber in Erfahrung bringen. Wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt gerade mitten im Winter, Januar. Meine Pflanze hat noch keine Früchte, das liegt einfach daran, dass ich einfach mich nicht darüber informiert habe, wann der richtige Aussaatzeitpunkt ist. Ich habe gedacht, das ist eine Winterpflanze, also sehe ich die im Herbst aus, habe das dann gemacht und jetzt ist sie schon gut gewachsen, jetzt gerade im Wachstumsstopp durch die Temperaturen, die bleibt jetzt gerade so, wie sie ist, aber sie wird immer kräftiger, die Blätter sind schön dick und fest und schon recht knackig. Wir haben ein Bodengemisch aus Humus und Blumenerde, wo wir mehr Humus drin haben. Die meisten raten dazu, dass noch etwas Lehm hinzugefügt wird. Lehm haben wir selber nicht mit drin, aber man sieht das der Pflanze auch nicht an. Es geht ihr ja sehr gut und sie wächst auch ganz gut. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich mich etwas spät darüber informiert habe, wie das so läuft mit Rosenkohl. Und wir gießen sie einmal die Woche, manchmal auch anderthalb Wochen und gelegentlich bekommt sie dann einen Schluck Kaffee noch mit rein, damit sie ihre Nährstoffe halt auch bekommt, aber das auch sehr selten, weil im Winter braucht sie jetzt gerade nicht so viel. Nachher, wenn der Frühling kommt und die Sonne scheint und die Temperaturen nach oben gehen, dann hat sie natürlich wieder ein bisschen mehr Pflege. Aber bis jetzt im Winter kann man aber auch mit allen anderen Pflanzen das ein bisschen runterschrauben. Da sind sie meistens in so einer Winterstarre, so wie die Schlangentiere. Als ich mich darüber informiert habe und recherchiert habe über die Pflanze, habe ich auch in Foren nachgeschaut, ob andere damit schon Erfahrung gemacht haben, Rosenkohl auf dem Balkon anzubauen. Viele haben gesagt, dass das nicht geht oder dass es einfach viel zu viel Platz wegnimmt, weil sie halt eine sehr lange Wachstumsperiode hat und gegenüber anderen Pflanzen länger braucht und dann halt sehr viel Platz wegnimmt, weil sie auch viel Erde braucht. Optimal wäre ein Pflanztopf, der 50x50 ist. Ich habe einfach den größten genommen, den wir hier haben. Und ich werde einfach schauen, wie groß sie dann wächst. Sie soll bis zu 60 cm hoch werden. Vom Wurzelwerk kann ich jetzt auch noch nichts zu sagen. Das werde ich sehen, wenn sie weg ist. Aber bis jetzt hält sie das noch aus. Hier unten am Boden sieht man auch noch keine Wurzeln, die rauskommen. Und ansonsten nimmt man dann einen Topf und pflanzt sie dann nochmal um, wenn es dann möglich ist. Der Rosenkohl ist eine zweijährige Pflanze. Ich lasse meine jetzt bis zum nächsten Jahr stehen. Wird euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und uns würden natürlich auch eure Erfahrungen mit dem Rosenkohl interessieren. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und falls ihr euch noch dafür weiter interessiert, wie es mit der Pflanze weitergeht, dann könnt ihr auch gerne auf Instagram schauen, bei Wir Garten jetzt. Da haben wir auch sehr interessante Bilder. Und da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten, wie es mit der Pflanze weitergeht, danach im Frühling. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und ein Gefällt mir. Und abonniert doch unseren Kanal, wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, rund um die Pflanzenwelt. Und dann bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Folge von Wir Garten jetzt. Tschüss.